Hallo und herzlich willkommen bei Blankensteiner Blumen. Wir liegen hier am Rande vom Triebischtal, sehr schön gelegen. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Wir beide, wie man es hier sieht, sind die Unternehmer und dann haben wir mehrere Mitarbeiterinnen und auch eine Stelle Freiwilliges Ökologisches Jahr. Das ist die Franzi hier im Hintergrund. Und auch, wir bilden auch aus, haben einen Lehrling, der ist leider heute nicht zu sehen. Genau, wir sind seit 3 Jahren mit dem Edeka Müller in Partnerschaft und liefern jetzt eben schon das 3. Jahr Kräutertees hin und seit diesem Jahr immer mittwochs frische Blumensträuße. Da liefern wir 2 Größen. Eine kleinere Größe, das ist ungefähr die Größe, können Sie dort erwerben. Und eine etwas größere Sorte. Das variiert von Woche zu Woche, weil wir alles selber anbauen. Alles aus eigenem Anbau. Die Kieben. Okay. Dann, ihr müsst noch einen schwarzen Eimer füllen, weil ich drinne. Ja, wir wirtschaften hier ökologisch. Das heißt, wir arbeiten ohne synthetische Dünger und ohne Pflanzenschutzmittel im Sinne von Gift. Das heißt, wir düngen die Pflanzen trotzdem, aber mit kompostiertem Mist. Wir bekommen den Mist von einem Biobetrieb hier aus dem Dorf. Es wird hier kompostiert, sodass das fast wie eine Kreislaufwirtschaft ist. Und es ist uns auch wichtig, auch wenn man Blumen nicht isst, aber dass wir trotzdem bei unserer Arbeit den Boden und das Grundwasser nicht schädigen, nicht belasten. Und also unser Motto ist ökologisch, saisonal und regional. Und das saisonal heißt, dass wir immer das anbieten, was in den Jahreszeiten auch wächst. Wir haben ein kleines Folienzelt für die Pflanzenanzucht, ansonsten haben wir alles im Freiland. Und regional heißt, dass wir versuchen, das alles nicht nur regional anzubauen, sondern auch regional zu vermarkten. Und da ist jetzt Edeka Müller in Krumbach noch näher als Dresden, wo wir bisher das meiste vermarktet haben. Und das ist ganz in unserem Sinne, dass wir das so regional handhaben können, wie es irgend geht. Also dort hinten sind. Ja. Ein bisschen auf dem Oregano mehr, als ob sich das wirklich lohnt. Ja, den nehmen wir für die Gewürzkräuter. Das ist eine Majoran-Verwandtschaft, ein sehr schönes Gewürz, was wir in die Gewürzmischung mitmachen. Und es blüht auch sehr schön, zum Teil nehmen wir es auch in die Blumensträuße mit. Und man sieht hier, wie die Insekten ein Paradies vorfinden. Also das ist voll mit verschiedenen Arten, Schmetterlingen, Hummeln, Bienen, Wildbienen. Also das ist schon beeindruckend. Wir stehen jetzt hier im Garten-Margaretten-Quartier Chrysanthemum Maximum, die gerade sich sehr stolz präsentieren. Wir versuchen eine große Vielfalt anzubauen, von wirklich zeitigen Frühjahrsblühern, geht bei den Schneeglöckchen los, Tulpen, über die ganzen Sommerschnittstauden und aber auch einjährige Blumen, wie jetzt hier Zinnien oder Löwenmaul oder die Ziersalvien, bauen wir alles an, machen auch alle Anzucht selber, bestellen also das Saatgut und dann ziehen wir das als Jungpflanze an und die einjährigen Blumen werden aufgepflanzt, die mehrjährigen stehen 3-4 Jahre im Quartier und werden dann verpflanzt. Thank you.
Wir sind jetzt hier bei der Kräuterernte angekommen. Normalerweise ernten wir alle Kräuter um Johanni rum, weil die da im vollsten Saft stehen, wie man so schön sagt. Da ist am meisten ätherisches Öl enthalten und sie sind praktisch am kräftigsten. Manche Sorten schaffen das nicht bis dahin. Und so schneiden wir jetzt heute den Thymian, Sorte French Summer, erst jetzt. Der kommt in unseren Erkältungstee, den kann man auch im Edeka erwerben und sorgt dann im Winter dafür, dass man, wenn man Husten hat, der sehr schleimlösend und auch freundlich für Hals und Rachen, dass man wieder gesund wird. Die Kräuter werden hier geschnitten und dann klein gehäckselt und getrocknet und dann eingemischt in die verschiedenen Tees. Was ist denn hier, Struppi? Das hören sich schon, die rascheln immer. Hier sind wir in unserem Strohblumensortiment angekommen. Diese Sorte speziell jetzt Amobium alatum, auf Deutsch Papierknöpfchen, sieht man schön, raschelt. Die schneiden wir für unsere Trockenblumen, Sträuße und Kränze, die wir ab Oktober vermarkten und auch anbieten wollen im Edeka. Und das passiert so, wir schneiden also hier in solchen Bündeln. Und dann wird das auf dem Boden auf Leinen aufgehangen, trocknet ungefähr 10 Tage, 14 Tage manches. Und ab dann können wir es verbinden in Sträuße oder die kleinen, jetzt kommen in unsere kleinen Moosgrenze hinein. Na, hier kann man das auch noch mal sehen, wie die Bündel dann so sind und dann aufgehangen werden. Das ist eine mexikanische Strohblume, Gomphrena, und das ist, die kommt aus Afrika. Das ist ein Helipterum roseum, auf Deutsch Sonnenflügel. Ja, wir müssen natürlich, wenn wir biologisch arbeiten, eine mechanische Bodenbearbeitung machen. Und das heißt eben erstmal pflügen für die Winterforsche im Herbst. Dann grubbern, und die größeren Flächen müssen wir auch im Laufe des Jahres immer mal wieder durchgrubbern, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber dann zwischen den Reihen, das geht nur mit der Einradhacke, die geschoben wird, oder mit der Handhacke dann querhacken. Das ist eben viel Handarbeit, die notwendig ist, wenn man keine Herbizide spritzt. Prima. Ja, schönes Gewicht. Nein, oder? Wiegt ja gar nichts. Naja, das kann schon auch schwerer sein. Kann ja mal sagen, dass es schwerer ist. Aber kann man so tun, als ob. Ja, genau. Richtig schwer. Super, auf geht's. Blumstakt. Ja, ganz was anderes machen. Wir haben jetzt hier den Thymian. Bei uns werden die Kräuter direkt nach der Ernte frisch gehäckselt. Und kommen dann verkleinert auf den Trockenboden, werden ausgebreitet, sodass sich praktisch dann die ganzen ätherischen Öle auch in den Kräutern halten. Wenn man nämlich die erst trocknen würde und dann häckseln, würde ganz viel Staub anfallen und da hätte man viele Verluste. Und mit dieser Häckselung, das machen wir per Hand mit so einem Handhäcksler, das hat auch nochmal eine andere Qualität, da hat man ein Auge drauf und kann dann doch, wenn mal ein Grashalm dazwischen ist, den auslesen oder so. Also das braucht schon alles seine Zeit, aber es hat dann auch eine gute Qualität. Nicht isoliertes Dach haben wir. Wir haben jetzt den Thymian hier ausgebreitet. Der liegt jetzt 4-5 Tage. Bei den Temperaturen, die wir jetzt draußen haben, werden hier mittags 45 Grad. Da trocknet das sehr schnell und vor allen Dingen sehr gut. Es ist absolut luft- und sonnengetrocknet und keinerlei zusätzliche Trocknung dabei. Dann wird das in große Säcke abgefüllt und später, wenn alles trocken ist, zu den einzelnen Tees vermischt. 8 verschiedene Kräutertees bieten wir an. Und dazu unsere essbaren Blüten, die können wir jetzt hier hinten in der Ecke nochmal anschauen.
Unseren Kräutertee, den wir im Edeka anbieten, das ist ein Tee für jeden Tag. Wir zum Beispiel trinken den jeden Morgen. Da trinken wir den heiß. Wir haben hier so einen Teeeinsatz und den füllen wir, was so zwischen drei Finger passt, voll. Das ist ungefähr für 1,5 Liter. Dann kommt das in die Teekanne und kochendes Wasser aufbrühen und dann lässt man das circa 10 bis 12 Minuten ziehen. Und fertig ist ein leckerer Kräutertee. Und dann brühe ich eine große Kanne auf für den ganzen Tag. Und je kälter er wird und je heißer die Sonne scheint, umso mehr freut man sich dann später über einen kühlen Tee. Unsere Produkte kann man gern hier ab Hof kaufen. Montag bis Donnerstag auf Bestellung und Freitag sind wir immer hier auch am Hofladen. Da kann man Tee und die Blumensträuße dann erwerben.